Willkommen zu Frequent Traveler TV. Heute wieder eine frisch gepresste Sendung und zwar jetzt wirklich die letzte Sendung aus Tallinn. Themen, die ich für euch frisch gepresst habe, zu so früher Stunde, es ist hier immerhin 10.12 Uhr, also 9.12 Uhr deutscher Zeit, ist ganz einfach, weil ich muss ja auch nach Los Angeles, es muss warm werden für mich, also da ist für mich Schluss mit lustig. Aber die Themen sind wirklich Airbus A380 Nummer 5 lebt, hatten wir einmal prognostiziert, die Mike Charlie fliegt jetzt auch Passagiere. Lufthansa hat viel Geld verloren über den Verkauf der 380er, 46 Millionen weniger als erwartet. United ist auf der verzweifelten Suche nach 321er Neos, nachdem man festgestellt hat, dass die 737 MAX 10 wohl nicht so kommt, wie man sich das vorstellt. Auch heute wieder ein Thema ist natürlich der Streik. Der Streik, da müssen wir mal kurz ein Update machen, was hier heute so passiert. Und die Lufthansa hat Schlichtung mit Verdi. Aber vielleicht geht es da auch um Themen, die gelöst werden können. Ich habe einen lustigen Kommentar gefunden, den will ich euch zu dem Thema vorstellen. Und South African Airlines, die sollen ja verkauft werden. Nein, die sollten verkauft werden, die können alleine klarkommen. Also da könnt ihr ganz sicher sein, da ist noch viel Musik im afrikanischen Luftraum. Haben wir noch ein Thema vergessen? Ja, Lufthansa hat die Eurowings auserkoren, ein neues System auszutesten von ERG oder Aero ERG, also so wird es ausgesprochen, oder ich weiß gar nicht, wie es ausgesprochen wird, also ich würde es so aussprechen, ERG. Die haben ein System, wo man mit 4K-Bildschirmen sein eigenes Programm genießen kann und die Eurowings soll es halt in diesem Flugzeug ausprobieren. Ich hatte ja erzählt, dass die Eurowings das tut, aber dass das auch jetzt für die Lufthansa Auswirkungen hat, da sind wir doch freudig erregt. Damit können wir direkt auch in die heutigen Themen einsteigen, die wir haben. Und ihr dürft den Kanal abonnieren, die Glocke anmachen und vor allem da Like da lassen. Mach das bitte. Gut, Kanalmitgliedschaft will ich auch nochmal erwähnen. Und vor allem jetzt können wir mit dem ersten Thema anfangen. Und zwar sind das die Lufthansa-Streiks. Bei den Lufthansa-Streiks ist es so, dass man ja fast schon gar nicht mehr weiß, wer, wann, wo, wie, gegen wen am Streiken ist. Und da ist es halt in der Tat so, dass man sagen muss, es ist einem fast auch schon scheißegal, wer streikt, weil irgendjemand einem irgendwie die Suppe versalzt. Meine Mutter ist panikartig, weil sie halt nächste Woche auch nach Los Angeles fliegt. Und wir uns da treffen. Also insofern für alle, ich kann es nachvollziehen. Ich habe es in der eigenen Familie. Ich selber fliege Gott sei Dank von Helsinki, also Tallinn, Helsinki, Helsinki, Los Angeles. Und habe da keine Probleme, weil da nicht gestreikt wird. Da haben wir andere Probleme. Die haben da Streik mit Sprit. Das heißt also, die Flugzeuge, ihr werdet es sehen, wenn ihr auf Flightradar guckt. Finnair-Flugzeuge fliegen von Helsinki nach Stockholm, wenn sie Richtung Nordamerika gehen, um in Stockholm aufzutanken. Und dann, wenn sie nach Asien gehen, fliegen sie nach Budapest und tanken dort auf. Das heißt also im Prinzip, man fliegt morgen, oder heute ist es ja für mich, fliege ich von Los Angeles, um nach Los Angeles zu kommen, von Helsinki nach Stockholm. In Stockholm wird aufgetankt, weil der Sprit von dem Flug davor quasi auch so gebunkert wird. Dann landet das Flugzeug in Los Angeles. Wenn es dann zurückfliegt als Finnair 2 von Los Angeles, fliegt es direkt nach Helsinki, hat aber auch schon den Sprit drin, um bis nach Budapest zu kommen. Was das Spannende an der Geschichte ist bei dem Fuel Bunkering, ist natürlich auch, dass man dort dann überlegen muss, haben wir zum Beispiel alleine auf dem Flug von Los Angeles nach Helsinki schon Probleme, müssen wir da ein bisschen mehr Sprit nehmen. Dann gibt es vielleicht Probleme in Helsinki, dass wir nicht rauskommen nach Budapest. Also solche Sachen, da muss man natürlich dann doppelt und dreifach denken. Der Streik ist, dass die Fahrer vom Spritlaster die Flugzeuge halt einfach nicht betanken wollen. Das ist der Grund. Ihr werdet das vielleicht auch mit anderen Fluggesellschaften sehen, die kommen dann quasi schon voll hin und fliegen voll zurück. So, jetzt wollen wir auf den deutschen Streik eingehen, weil das ist eigentlich fast auch schon langweilig. Es ist halt am Flughafen, die Luftsicherheitskräfte sind jetzt dran. Ich weiß gar nicht, was ich davon sagen soll an den Flughäfen. Es sind 580 Flugverbindungen abgesagt worden heute. Geht um 25.000 Beschäftigte. Also im Prinzip, ich habe euch mehr über Finnland erzählt in meinem Flug nach Los Angeles, weil es mich fast schon langweilt, über Streik zu erzählen. Ihr könnt ja unten schreiben, was ihr davon haltet und was ihr davon denkt. Das zweite Thema ist heute die Schlichtung
bei der Lufthansa. Das heißt also, die Lufthansa und die Verdi haben eine Schlichtung vereinbart. Diese Vereinbarung der Schlichtung hat halt natürlich den Vorteil, dass erstmal keine Streiks kommen, wenn ich das richtig verstanden habe. Es soll Lösungen bringen. Während der Schlichtung ist halt wirklich diese Friedenspflicht wieder aktiv. Aber man macht auch von Verdi auch direkt eine neue Bedrohungslage auf. Und die finde ich auch relativ lustig, wieder von dem Kollegen Marvin Reschinski am Donnerstagabend. Damit sind Erzwingungsstreiks auch zeitnah möglich. Also ein Erzwingungsstreik, also wenn ich da mal wieder aufrecht im Sitz sitze, klingt ja mal gar nicht so gut, ne? Und Erzwingungsstreik, ich weiß gar nicht, wenn von euch jemand weiß, was das ist, dann solltet ihr das mal kommentieren, weil für mich klingt das so, als ob dann auf einmal wirklich gar nichts mehr geht. Also von heute auf morgen null und dann nada, Ende, finished. Und das ist natürlich komplett scheiße, wenn es ums Bodenpersonal geht, um die Technik geht. Das kann natürlich die Lufthansa dann, wie der Name schon sagt, erzwingend zu irgendetwas. Und klingt so wie erzwingungshaft. Naja. Also da bin ich mal gespannt, was ihr dazu sagt, was eure Meinung dazu ist, was eure Kommentare sind. Und ich bin froh, dass ihr zu dem Thema Streiks euch auch stubenrein verhaltet. Also insofern da nicht genug Dank dafür von meiner Stelle. Jetzt gehen wir auf eine südliche Halbkugel und nach Südafrika. Grüße an unsere Familie, die gerne in Afrika ist. Und zwar Jörg, Grüße und an die Gattin natürlich auch, an die Königin. Und zwar ist es so, wie wir alle wissen, South African Airlines sollte ja verkauft werden, ist irgendwie im Verhandlungsprozess gewesen. Es gab sogar einen Käufer, das war die Takatso Aviation, ein Konsortium, die die Bude übernehmen sollte. Aber jetzt kommt man einfach so bei South African Airlines zu folgender Aussage. Ich zähle sofort, Zitat. Takatso Aviation ist eine Investmentgesellschaft, die ausschließlich zu dem Zweck gegründet wurde, eine Mehrheitsbeteiligung an South African Airways, SAA, im Rahmen einer strategischen Kapitalpartnerschaft mit der Regierung der Republik Südafrika zu erwerben. So ist es auf der Homepage. Also Takatso selber redet so von sich. Aber die Regierung hat gesagt, nö, wir wollen die 51%, die wir verkaufen wollten, machen wir nicht mehr. Fällt aus wegen ist nicht. Ist natürlich komplett Banane, aber auf der anderen Seite ist es so, dass man sagt, dass sich der Wert von South African Airlines dermaßen gesteigert hat, dass der Verkaufspreis nicht mehr das reflektiert, was man verhandelt hat. Und das heißt also, dass man die Bedingungen für den Verkauf sagt, dass die Bewertung der Airline von 2,4 Milliarden südafrikanischen Rand sind ungefähr 188 Millionen Euro, nur damit wir da mal so einen Überblick haben, in 2020 jetzt mittlerweile gesteigert ist auf den heutigen Wert von 6,6 Milliarden Rand, was also 324 Millionen Euro sind. Und das möchte man halt wirklich auch reflektiert wissen, eine neue Bewertung. Und auf Grundlage der neuen Bewertung, die im letzten Jahr von den angesehenen professionellen Firmen erstellt wurden, sind wir davon überzeugt, dass South African Airways sich in den nächsten 18 Monaten selbst tragen kann und dass es verschiedene andere Möglichkeiten gibt, um eine sofortige Finanzierung zu erhalten. Und das ist ein Zitat von Gortan. Und da muss man dann ehrlicherweise sagen, er geht weiter dann davon aus, dass es kein Zurück in die Vergangenheit gibt. SAA muss so effizient wie möglich und so profitabel wie möglich arbeiten und sich auf dem Weg in die Zukunft selbst tragen. Was haltet ihr davon? Was denkt ihr dazu? Also hat man da Bedingungen nicht eingehalten? Heißt es also, die Regierung, dass Takatso die Bedingungen nicht eingehalten hätte, die beiden Unternehmen gesagt hätten, dass da irgendwelche im Konsortium beteiligt sind, die eigentlich gar nicht reingehören und solche Sachen? Oder ist das jetzt nur ein bisschen Grund zu suchen, damit man einfach Gesichtswahrung sagen kann, nee, nee, machen wir gar nicht, wir haben da keinen Bock drauf. Wie seht ihr das mit South African Airlines? Seht ihr da eine Zukunft? Wie seht ihr das mit South African positiv? Ich persönlich finde ja, dass jeder Staat eigentlich eine eigene Airline haben sollte und diese auch in 100% Verantwortung haben sollte, im Notfall mit allen Vor- und Nachteilen, weil es in Krisen, und das haben wir ja gerade nach der letzten Krise gesehen, wie wichtig es ist, dass wir eine funktionierende Fluggesellschaft haben. Und wir können uns halt in Deutschland glücklich schätzen. Und man muss auch ehrlicherweise sagen, dass die Belgier, die Österreicher und die Schweizer, vielleicht auch in Zukunft die Italiener, man weiß es ja nicht, was bei ITA passiert, eigentlich damit glücklich schätzen können, dass Lufthansa eine loyale Fluggesellschaft ist und nicht sagt, okay, wir tun die deutschen Interessen über die Schweizer stellen
oder über die österreichischen. Also man hat alles so getan, als ob es dann noch nationale Airlines wären. Man hat ja auch natürlich Geld bekommen, das muss man auch der Ehrlichkeit halber beantworten. Bei Lufthansa selber gab es ja schon lange diese Gerüchte und ich hatte ja auch von den Hagelschäden geredet bei den 380ern, die theoretisch geparkt sind und dass man dort zum Beulendoktor müsse. Aber es heißt halt wirklich deshalb für 6 Flugzeuge. Und wir haben ja gesagt, dass es halt Teilespender werden. Ich hoffe, dass im Workshop da neue Produkte von kommen, dass es dort geile Sachen geben wird, ehrlicherweise. Und die 6 gebrauchten Maschinen hat Lufthansa ja mit 315 Millionen an Airbus verhökert. Jetzt muss man natürlich auch sagen, dass man dort eine Wertberichtigung machen sollte. Und es war dann auch immer nicht so ganz klar, wie hoch die Wertberichtigung war. Ich glaube, ich habe am Anfang auf 32 Millionen oder sowas gesagt. Und das kam daraus, weil natürlich die Hagelschäden, die da waren, das Flugzeug quasi ja, im Wert reduziert haben. Ne? Also das muss man dann natürlich ehrlicherweise sagen, auch wenn das die Maschine zerlegt wird. Und man hatte auch schon vorher 14 Milliarden außer planmäßig rausgeschrieben als Reduktion aus diesem Ganzen. Und 32 plus 14 sind halt 46 Millionen, die man weniger bekommen hat. Die Reaktivierung der Flotte soll halt nächstes Jahr abgeschlossen sein. Von den 114 Flugzeugen, die Lufthansa hatte, 6 verkauft, sind dann nach Adam Riese 8 Stück, die noch in der Flotte sind. Und das wären dann die Mike Delta, Mike Echo, Mike Fox, Mike Golf, Mike India, Mike Juliet, die halt nicht mehr wiederkommen werden. Die anderen kommen halt wieder und lustigerweise ist es so, dass die 380er halt keine Allegris bekommen. Aber gut, das ist so. Aber wie wir alle wissen, Allegris ist ja ein Zustand der Seele. Allegris ist ein Gemütszustand vielleicht sogar, wenn man so weit gehen will. Gute Nachrichten gibt es dann aus dem Hause 380 mit der Mike Charlie. Die Mike Charlie, das ist der 5. A380, der wieder fliegt. Wir hatten ja damals berichtet, Nummer 5 lebt. Als er nach Manila geflogen worden ist, beziehungsweise in Frankfurt gelandet ist. Ich glaube, ich habe sie auch gesehen in Frankfurt. Und damit ist es so, die Mike Kilo, die Mike Lima, die Mike, die Mike November und jetzt die Mike Charlie sind jetzt wieder zurück im Service, bringen Passagiere. Und am Dienstag ist die Mike Charlie quasi das erste Mal von München nach Bangkok geflogen und 10 Stunden Flug, also nichts Aufregendes. 3 weitere Flugzeuge folgen halt, wenn man 5 Stück hat, 8 will man machen, dann hat man halt noch welche, die fehlen. Und die Mike Hotel ist derzeit noch schon in Manila, weil das wird ja rotiert. Dann, also das heißt, die kommen nach Frankfurt, wenn die erste in Frankfurt wieder fertig ist, dann geht die nach Manila. Wenn die Manila fertig ist, geht die nach München. Und dann, wenn die eine, die in Frankfurt nach Manila gegangen ist, kommt dann eine aus Teruel nach Frankfurt. Und die aus Frankfurt geht dann nach Manila, wenn die in Manila weg ist. Und so ist es dann, dass die Mike Alpha und die Mike Bravo noch kommen, aber die stehen ja beide noch in Teruel in Spanien, warm und trocken in der Sonne. Und damit schließt sich dann der Reigen bald und wir hoffen auch drauf, dass bald die neuen Sitze, die ich eben angedroht habe, eingebaut werden, damit wir dort einen besseren Komfort haben und das Allegris-Gefühl. Das Thema, was ich am spannendsten heute finde, das ist die Thematik Entertainment-System. Ich finde, Entertainment-System ist wichtig in der Form, ich benutze es eigentlich wirklich nur, und da könnt ihr ja mal die Hand aufs Herz legen, ich mache das symbolisch für euch. Was schaut ihr? Ich persönlich, ich gucke mir auf die ich habe die Moving Map an. Also ich schaue mir immer an, wo das Flugzeug ist, und wenn ich wie heute zum Beispiel bei Finnair fliege, dann habe ich sogar noch Flight Trader an, um zu sehen, was wirklich Phase ist. Es ist manchmal interessant zu sehen, wenn man in dem Flugzeug selber ist, ob man bei Flight Radar wirklich konkret erkannt wird, wo man wirklich ist. Dann sieht man teilweise, wo die Verzögerungen sind. Und das andere, was man auch sieht, ist, wie die Ankunftszeiten sich modellieren. Also das heißt, einmal die Ankunftszeit, die aus dem FMC kommt, aus dem Flight Management Computer errechnet, und was Flight Radar antizipiert, beziehungsweise auch, wenn man so wie wir heute, wenn wir nach Los Angeles fliegen, über den Nordatlantik fliegt, wo es auch teilweise streckenweise keinen Empfang gibt, Flight Radar interpoliert, wo man sein müsste, und man auf der Karte sieht, wo man wirklich ist.
So, das nur so für mich als nerdige Geschichte. Ihr könnt ja unten kommentieren, ob ihr auch solche Nerd-Geschichten macht, wie wenn ihr fliegt. Ich habe einen Kumpel, der macht sogar einen GPS-Logger ans Fenster ran und lässt sich da dann quasi den Flug aufzeichnen, damit er zu Hause am Rechner, ich weiß nicht, ob er einen PC oder einen Mac hat, da die Strecke dokumentieren kann. Auf jeden Fall ist es so, ab April kann man bei den Freunden der Eurowings die 4K-Systeme ausprobieren. Die werden auch in den Economy-Class-Sitzen verbaut. Es können vor allem eigene Geräte auch damit connected werden. Ich schaue ja zum Beispiel auf meinem iPad, was ich hier stehen habe, oder auf meinem Notebook, schaue ich irgendwas an, während ich zum Beispiel auch arbeite. Jetzt sagt ihr, wie kannst du online gehen? Ja, ich habe so eine Routerbox, aber da sprechen wir irgendwann mal drüber, die ich im Flugzeug benutze. Und so ist es so, dass man den 320 mit dem neuen In-Flight Entertainment System hat, wie gesagt, ausstattet. Und es sind 14 Zoll Touchscreen, die State of the Art 4K haben. Ist 4K State of the Art? Ich habe schon Fernseher mit 8K gesehen. Ich produziere selber höchstens 4K. Weil alles andere kannst du ja auch nicht. Also du merkst, auf dem Handy ist 4K ja schon fast zu viel. Naja, auf jeden Fall ist es so, das ist ein Testballon für die ganze Lufthansa Group. Man möchte also gucken, wie das System funktioniert, ob man das irgendwo ausrollt und dann für alle macht. Und es ist halt wirklich einfacher, das bei Eurowings zu implementieren als bei der Lufthansa, weil sie halt so viel kleiner sind und flexibler dadurch sind, als man es bei Hansens ist. Und Discover ist halt so, dass man heute guckt, wie die Reisenden dieses System nutzen. Das wird heute ja auch übrigens sehr stark genutzt, Entertainment, um zu gucken, was Leute machen, also wo man surft. Das wird alles dokumentiert bei Emirates zum Beispiel. Die wissen haargenau was, und deshalb will man in Zukunft vielleicht sogar Werbung darüber ausspielen. Ihr wisst ja, beim Film vorher gibt es Werbung. Und das ist so, dass man bei Discover halt wirklich das vielleicht dann wahrscheinlich auch macht, und dass man halt übers Internet selber sein Programm sich zusammenstellen kann und wesentlich mehr Flexibilität hat, als man es heute hat. Und wer ein Alter hat, so wie ich es habe, der kennt ja noch die guten alten Zeiten, wo man gespannt darauf gewartet ist, hat, dass Kabine fast verdunkelt wird, ist wie im Kino gewesen. Dann kam diese Flimmerbox runter, das war ja so ein, wo die drei Farben, glaube ich, gemacht worden sind, so drei, sah aus wie Protonenstrahler. Und dann ist das vorne auf die Leinwand, die runtergezogen worden ist, gemacht worden. Ich glaube, ich habe das bei Sabena noch gehabt in der MD, was, eine MD11? Aber auf jeden Fall sind die Zeiten ja lange vorbei, sodass man halt wirklich sein eigenes Programm bestimmen kann. Und das neue System ist halt eine offene Plattform. Und der Flieger, auf dem das getestet wird, wenn ihr schauen wollt, das ist die Delta Alpha India Uniform Quebec. Und da ist es so, dass man einen Aufdruck auch drauf macht, wo dann drauf steht Next Level Entertainment. Also ist der neue heiße Scheiß. Und man muss halt wirklich abwarten. Der Test dauert 3 Jahre. Ja, kann man jetzt sagen, okay. Aber Lufthansa wissen wir ja, dass das immer so ein bisschen ist. Und dann gibt es noch ein Projekt, das nennt sich Avio Sleeper. Da ist es, nee, das schon, das Avio Sleeper wird 3 Jahre getestet. So ist es richtig. Hier nichts Falsches erzählen. Und da ist es so, dass man halt wirklich flexibel das Ganze ein Bett anbieten könnte. Das dauert 3 Jahre. Ja, ist auch hierzu. Aber was wichtig ist, ist halt wirklich, dass die andere Sache, die dauert etwas, warte, wie war das? Nee, da steht gar nicht dran, wie lange das dauert, dass es getestet wird, aber es dauert halt 8 Wochen, bis man es eingebaut hat in ein Flugzeug. Haben wir dafür Bilder? Ich kann euch Bilder davon geben, wenn ihr das mal sehen wollt, und da dann schauen wollt, wie so etwas sich darstellt mit dem neuen System. Da sieht man auch schon auf dem Flugzeug The Next Generation, und da gebe ich euch jetzt einfach mal die Bilder. Und zwar das erste Bild ist einfach diese Auswahlgeschichte, die man sieht, wo ihr dann halt mehr Informationen bekommt, ist auf Discover auch schon gebrandet. Ihr könnt dann euch auch verbinden mit dem IFE. Da seht ihr das, dass das IFE über diesen QR-Code einfach gelesen wird. Wer fragt, wie das geht? Heutzutage sollte jeder wissen, wie es geht, aber es kann man einfach mit der Kamera-App zum Beispiel mit jedem aktuellen iPhone oder Android machen. Und hier seht ihr nochmal,
die Next Level Entertainment on Board Geschichte. Das sieht so ein bisschen aus wie Baby on Board. Ja, damit haben wir auch die Fragen des Tages für dieses Thema ausgesucht. Und die Frage des Tages sind: Wie findet ihr so ein neues System, was relativ offen ist, wo ihr euer eigenes Gerät verbinden könnt? Weil das hatten wir ja schon mal versprochen. Das soll ja auch irgendwie bei Allegris so passieren, dass man sein Gerät anbieten, binden kann und dass man zum Beispiel auch, wenn ich jetzt zum Beispiel von Hongkong nach Frankfurt und dann weiter von Frankfurt nach New York fliege, um sowas zu sagen, und ich habe den Film angefangen in Hongkong, habe es nicht geschafft, bis Hamburg zu, bis Frankfurt zu Ende zu gucken, dann weiß das System das auch schon auf dem nächsten Flug und sagt dann, willst du deinen Film zu Ende gucken? Ihr kennt das ja von YouTube zum Beispiel. Also da die ganz klare Frage, wie findet ihr so ein System? Und die andere Frage ist, was erwartet ihr vom Entertainment-System? Möchtet ihr da mehr Interaktivität haben? Sagt ihr, ich möchte mein Gerät damit verbinden? Oder sagt ihr, nee, ich möchte es nicht verbinden, ich habe da so keinen Bock auf Virus? Oder macht ihr es so wie ich und sagt, ihr guckt auf eurem eigenen Gerät und habt da einfach nur die Karte laufen? Ich bin gespannt auf eure Antworten. Das letzte Thema, was wir für euch heute haben, und die Sendung hat wieder länger gedauert, als ich es gedacht habe, weil ich wieder ins Reden gekommen bin. Aber ich habe noch Zeit. Ich habe 10:33 Uhr. Boarding beginnt in, was sagt die App? Da kann ich das Thema ja noch durchziehen. Wo ist das denn hier? Boarding in 3 Stunden 36. Oh, seht ihr das? Warte, da, 3 Stunden 36. Also, alles läuft, alles geht. Letztes Thema, was wir haben für euch, ist das Thema United. United hatte ich ja gestern gesagt, man ist ja bei Boeing so ein bisschen böse, hat ihnen ja gesagt, man macht keine MAX 8er, macht keine MAX 10er, macht uns nur noch die MAX 8er. Und man guckt dann bei Airbus und anscheinend ist das jetzt so, dass man bei den Leasinggebern fragt, du, hast du einen 23 Neo? So, Sesamstraße, willst du einen 23 Neo? Oder 321 Neo? 380 Neo wäre geil. Auf jeden Fall ist es so, dass man halt sich von der 737 MAX entfernt, aus verschiedensten Gründen. Ich denke aber, der Hauptgrund ist nicht, dass man da ein Sicherheitsproblem sieht, sondern einfach die Verfügbarkeiten und die Flottenstrategie da ein bisschen Druck macht auf United. Und man hat mindestens 3 Dutzend A321 irgendwo auf dem Leasingmarkt gefunden. Und das sind seit über 36 Flieger. Und United lässt damit halt wirklich auch dann das Portemonnaie sprechen und sagt, hey, Boeing, F you. Und damit ist es halt so, auch wenn man 277 737 MAX 10er bestellt hat, dass man darauf dann keinen Bock mehr hat. Und das wäre für Boeing natürlich ein Riesenproblem. Wenn die 737 MAX anhaltende Qualitätsprobleme halt hat, weil sie halt ja von der 737-9er oder von der Produktion ja halt einfach mitbringt, dann ist das schon schwierig. Und Kirby hat also auch schon im Januar mit Airbus in Toulouse geschaut, wo Airbus, wenn ich 23 Jahre kaufen will, könnte mir da sowas sagen. Und das ist halt wirklich so. Und deshalb steht halt United mit 180 A23 Neo in den Airbus-Wartelisten. 7 Stück sind schon in Betrieb. Also ist man anscheinend mit dem Flugzeug happy und ist froh, dass dieses Flugzeug schnell verfügbar ist. Damit sind wir am Ende der heutigen Sendung. Ich danke euch, dass ihr heute dabei wart. Danke, dass ihr Frequent Traveler TV geschaut habt. Denkt dran, den Kanal nicht nur zu abonnieren, die Glocke anzumachen, ein Like dazulassen, zu kommentieren. Oder aber auch einfach eine Kanalmitgliedschaft zu machen. Ich verabschiede mich heute ins sonnige Kalifornien. Also ich hoffe, es ist sonnig. Ne? Aber ihr werdet es ja morgen Abend sehen. Ich werde die erste Sendung machen. Ich habe auch schon den Meilenmittwoch am Samstag so ein paar Themen für euch rausgesucht. Soll ich davon schon erzählen? Ein trauriges Thema ist halt das Thema, dass Revolut ist tot für Miles & More und Hilton DKB. Gibt keine Punkte mehr. Also Abspann. Bis dann. Danke, ciao. Hier.